Hier haben wir eine Gitarre mit einer Steindecke. Das heißt, diese Gitarre haben wir gemacht für eine Firma Truffer in der Schweiz, in Wals. Und der Besitzer fragte uns, ob es wohl möglich wäre, dass man seinen Stein, weil er ist ein Steinliebhaber, ob es möglich wäre, das zum Klingen zu bringen. Und wir sagten, okay, lass es uns versuchen, garantieren können wir es nicht. Und haben mit riesigem Aufwand und ziemlich viel Research versucht, eine akustische Gitarre zu machen, weil eine Elektrogitarre, die Grundidee wäre ein bisschen zu billig gewesen, weil dann klingt vor allem die Elektronik. Und hier, wir wollten wirklich den akustischen Sound haben. Und sind jetzt schlussendlich extrem zufrieden. Mein schön ist sie ja eh unglaublich mit den Einschlüssen. Ist wie so eine japanische Tuschzeichnung, wie ein Bild. Und die Überraschung, es klingt. Und was natürlich sich jeder fragt, wie schwer ist es? Die Gitarre ist 2,5 Kilo, das ist leichter wie jede Elektrogitarre. Und die Decke, die ist 1 Millimeter dick, oder? Sie arbeitet mit Druck. Wir mussten ein ganz neues System erfinden. Wie bringen wir auf eine Flat-Top Druck? Darum haben wir von den Artstop, die ja hinten am Seitenhalter, die Seiten angemacht sind, kamen wir jetzt von hinten her und ziehen die Saiten durch den Korpus, damit wir Druck auf dem Steg haben. Und damit wir genügend Fläche haben, die ich schwingen kann, haben wir das Schallloch auf die Stirnseite verlegt, was gleichzeitig jetzt auch ein Cutaway ist. Man hat den Vorteil, man kann hoch hinaufspielen, aber der ganze Boden ist noch intakt. Wir holen viele darum auch viele Bässe aus dem Instrument. Also ich denke, hat auch wieder viel Innovation gebracht, weil wir verschiedene Probleme lösen mussten, wo wir auch auf anderen Gitarren dann wieder verwenden können. Denke ich mal.